Schwindeln bei mir ist die Sarah. Sarah, wenn ich zu mir mache, ein Daumenlein-Piercing. Hast du schon Piercings gehabt? Oder ist das ja, das nur das Helix. Aber nicht bei uns, oder? Nein, woanders. Was führt dich jetzt zu uns? Internet, super. Nein, meine Schwester hat hier schon mächtig gestochen. So, okay. Nein, genau, das müssen wir ein bisschen nach unten. Bitte die nächsten zwei Wochen keine High-Waist-Hosen. Low-Waist und alles ist okay, oder Kleiderrücke, weil die ist ganz leicht und locker. Aber es ist immer schlecht, wenn so eine Falte von der Jeans zum Beispiel oder dem Gürtel voll drauf drückt, da entzünden sich dann meistens die Piercings. Deswegen solltest du da aufpassen, dass du nichts fakest, das jetzt zu krass drauf drückt. So, Arme hängen lassen. Dann zeige ich es dir mal an. Du hast etwas schiefen Nabel, ist gar nichts Schlimmes, ist immer nur schön, einmal das so wieder zu erklären. Der Nabelbogen, ich zeige dir ein Bild im Spiegel, ist hier ein bisschen weiter runter als hier. Ich gehe immer auf die Körpermitte, also ich orientiere mich jetzt nicht auf die Breite, sondern auf die Körpermitte. Schau es dir mal im Spiegel kurz an mit mir. Du siehst, es ist einfach jetzt schön gerade körpermittig durch den Nabel durch. Mhm. Das war's. Da hast du zwar ein bisschen mehr Länge, aber das, wir gucken einmal, dass es mittig ist. Okay. Passt das so für dich? Ja. Super. Dann werden wir dich gleich herlegen. Warte kurz. Leg dich her. Brauchst du die Hand von dir? Du kannst gerne auch ihre Hand annehmen. Also die Hand ist mir wurscht, die Hand bleibt mir da liegen und die kannst du gerne schnappen, wenn du sie brauchst. Dann bereite ich dich ganz vollen Schmuck und los geht's. Bist du sehr nervös oder geht's aber? Es geht noch. Generell ist auch nichts Schlimmes. Es geht ganz, ganz schnell. Und von Nadeln sollte man keine Angst haben. Alles sofort. Zum Beispiel. Atmen nicht vergessen. Orange. Schlechte durch Zugänge. Ja, meine Eltern, ja. Übt ihr das abends? Ab und zu, wenn sich wer auffällt. So. Fertig? Ich bin fertig. Das klassische ich wäre nicht loslegen können. Zugänge. So. Kreislauf ist okay oder bist du da eher ein Schwindelpatient? Gar kein Problem. Wenn du magst, darfst du es dir gerne mal im Stehen anschauen, einfach mal aufstehen und wenn es dir schwindelig wird, dann legst du ihn nochmal her. Und do you like it? Ich liebe es. Dreh dich mal um zu mir einmal. So, wow, mega gut, sehr schön, perfekt. Ich hoffe, es gefällt dir. Extrem, danke schön. So, jetzt erkläre ich dir noch kurz die Pflege. Zuerst werden die Hände gewaschen, desinfiziert. Dann nehmen wir Bondolin Spray und Gel. Bondolin Spray zuerst einsprühen, am besten erst vorne drauf, also oben und unten, dann einwirken lassen, so 30 Sekunden, nimm dann eine Küchenrolle und reinige mit der Küchenrolle oben und unten dein Piercing. Nimm dann das Gel, tropfen oben und unten drauf, beweg dein Piercing hoch und runter und du bist fertig. Okay. 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück und in 6 Wochen kommst du vorbei zum Wechseln und kontrollieren, dann mache ich dir neuen Schmuck rein. Gerne auch Goldfarben, anhängermäßig oder was dir gefällt. Einfach mit Termin kurz vorbei. Wir sind unten im Schmuck aus. Alles klar, passt. Verboten ist Dampfbad, Sauna, Solarium und Schwimmen gehen. Die nächsten 3 Wochen bitte nicht. Alles klar. Das gebe ich dir. Keine Fragen mehr? Nein, im Moment nicht. Dann hoffe ich mal, bevor es da war. Danke dir. Dann sehen wir uns 6 Wochen. Alles Gute bis dahin.
und bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss, baba.